Ihr wisst ja, dass ich gerne mal über die Glock abläster. Heute wird es mal nicht der Fall sein. Heute geht es äh, um das Thema Glock-Tuning. Was kann ich denn an dieser Glock mit relativ einfachen Mitteln tatsächlich verbessern oder modifizieren, ohne dass ich mich irgendwo in die Bredouille reinbringe, Neubeschuss oder wie auch immer? Eine Sache gleich. Vorneweg, es gibt von Glock logischerweise unterschiedliche Modelle und so auch zum Beispiel bei der Glock 17 und da spreche ich jetzt nicht nur von den Generationen 1 bis 5, sondern ich spreche auch innerhalb einer Generation. Meine Glock, die ich habe, ist eine Glock 17 Gen 4 FS. Das ist eine äh, damals limitierte Auflage der Glock gewesen. FS steht für Front Serrations, also die Laderillen. Äh, vorne im vorderen Bereich des, äh, des Schlittens Und zusätzlich bei diesem Modell haben wir mit dabei den verlängerten Verschlussfanghebel, wir haben den vergrößerten Magazinknopf und wir haben die Stahlkimme. Nicht diese Kunststoff äh, einstellbare Kimme, die man, glaube ich, nur in der Höhe einstellen kann oder so. Das ist eigentlich das, was die FS ausmacht. Wir haben also wieder Front Serrations, wir haben die verlängerten Verschlussfanghebel, vergrößerte Magazinknopf und die Stahlkimme mit dem U hinten versteht sich. Das nur vorneweg. Das Schöne bei der Glock ist, und das, wie gesagt, das ist absolut positiv gemeint, sie lässt sich mit relativ einfachen Mitteln relativ kostengünstig modifizieren und tunen, vielleicht sogar verbessern. Einer der Punkte, die immer Kritik sind bei der Glock, ist eben dieser komische. Abzug. Diesen kann man modifizieren mit sehr, sehr einfachen Mitteln. Und zwar: Es gibt sogenannte Federsets, Wettkampf Competition Spring Sets, mit denen ich innerhalb von noch nicht mal 10 Minuten das Abzugsgewicht verändern kann. Diese Sets bestehen zum einen im Regelfall aus einer neuen Schlagbolzenfeder, bei Bedarf einer Steuerfeder. Bei der Gen 4 ist es eine solche Abzugsfeder. Und im Regelfall hier zur Sicherheit in einem kleinen Tütchen die Feder für den für den Plunger im Schlitten sprich die Schlagbolzensicherung. Diese drei Federn lassen sich in wenigen Minuten austauschen und können schon in dem Moment bereits eine deutliche merkliche Veränderung der Abzugscharakteristik und des Abzugsgewichtes herbeiführen. Aber wo Licht ist, ist auch ein ganz klein wenig Schatten. So ist es auch mir passiert. Ich habe mittlerweile total den Faden verloren, welche Federn ich überhaupt noch in dem Ding drin habe. Normalerweise müsste ich jetzt tatsächlich hingehen, alles auf Null setzen, sprich, gucken, dass ich alle Federn gegen Originalfedern austausche und dann mir komplett neue Federsätze bestellen und peu à peu anpassen. Aber das ist mir ganz ehrlich gesagt zu viel Arbeit. Also, welche Gefahr besteht, wenn ich die Schlagbolzenfeder zum Beispiel Austausche. Nun, die Gefahr besteht, wenn ich eine Schlagbolzenfeder einbaue, die zu leicht ist und Munition verwende, die verhältnismäßig harte Zündhütchen drin haben. Dann kann es passieren, dass ich Zündversager habe. Das habe ich aktuell mit der Skorpion-Munition, wo sonst die Magtech zum Beispiel in der Konstellation, wie ich sie hatte in der Glock, Einwandfrei funktioniert hat, absolut störungsfrei. Ich hatte einen genial geilen Abzug hier drin. Ja, ich gebe es zu, es war ein sehr, sehr guter Abzug. Aber die Scorpion-Munition mag diese Schlabofeder nicht. Und damit musste ich eine härtere Schlagbolzenfeder einbauen, um wieder mehr Dampf auf den Schlagbolzen zu kriegen. Damit wird das Abzugsgewicht wieder härter. Das ist halt das Risiko. Manche Federsätze haben dann zum Beispiel drei verschiedene Schlagbolzenfedern dabei. Unterschiedliche Gewichtungen da drin. Dass ich also hingehen kann und kann anpassen. Aber dann muss ich aber auch auf den Stand gehen und muss dann gegebenenfalls mittendrin die Schlagbolzenfeder austauschen, um halt eine Feder zu finden, die in der Kombination Abzugsgewicht, Abzugscharakteristik und Zündauslösung harmoniert. Das muss man sich natürlich verinnerlichen. Das muss man. Beachten. Aber das sind Arbeiten, die sind in wenigen Minuten erledigt. Ja, die Glock lässt sich ja super, super einfach zerlegen. Ich fange damit jetzt nicht an. Das würde jetzt einfach in meinen Augen dieses Video ein ganz klein wenig sprengen. Ein weiteres Tuning-Utensil, was ich recht praktisch finde, ist ein sogenannter Magazintrichter, ein Magwell. Diese kriegt man auch für verhältnismäßig wenig Geld, hat aber den Charme, ich kriege das Magazin besser zugeführt. Ist ein, ein Helferlein. Gibt es aus Polymer, das ist, sage ich mal, zum Griffstück passt. Ich habe jetzt hier von Tony System 1 drauf, aus Aluminium. Gibt unterschiedliche. Muss man einfach schauen, was einem so gefällt. Wer bereits eine Glock hat, die nicht über den verlängerten Verschlussfanghebel verfügt, die nicht über eine Stahlvisierung oder vergrößerten Magazinauslöser verfügt, die kann man auch für relativ kleines Geld nachkaufen. Es gibt auch andere Visierungen mit Tritium und so weiter, die offiziell von Glock auch bereitgestellt werden können oder halt im Aftermarket bezogen werden können. Alles im Allem kann man, und das ist ja einer der Gründe, warum ich die Glock am Ende des Tages auch habe, kann ich tatsächlich mit verhältnismäßig kleinen Mitteln hier tunen. Wer das ganze Ding dann ein bisschen weiterziehen möchte, und da bin ich so ein Depp dafür, kann sich noch eine Vorzugbegrenzung und ein Triggerstop einbauen. Dazu hatte ich mal ein Video gemacht, wie das zum Beispiel der US-Abzugspimper Johnny Glock macht. Und zwar im Steuergehäuse hier drin, zeige ich euch mal in einem anderen Video noch mal ein bisschen näher, kann ich einen Stift einsetzen, um den Vorzugweg zu begrenzen. Das heißt, ich habe, bin jetzt hier schon direkt an der Wand. Ich habe so gut wie keinen Vorzug. Ja, der ist so hart begrenzt, dass ich null Vorzug habe. Ich bin direkt an der Wand und kann relativ schnelle Schussfolgen abgeben. Was man dabei bedenken muss, ich muss hingehen und muss unten das Sicherungszüngel hinten etwas modifizieren, damit die Sicherung auch hinterher nach wie vor noch funktioniert. Und dann habe ich auch einen Trigger-Stop mit drin. Funktioniert auch tadellos. So tausche ich jetzt die Steuerfeder aus und da gibt es ja Plus, Minus und ich glaube ein Punkt. Die ändern sich im Großen und Ganzen anhand dieser Kante hier, dieses, dieses Absatzes hier im Winkel. Und diese steuert letzten Endes auch den Reset. Je nachdem, welche ich drin habe, habe ich einen kurzen oder einen langen Reset. Auch da, das sind will ich sagen Pfennigartikel, aber das sind verhältnismäßig günstige Teile, die mir für wenig Geld bekommt, aber für sich selber den Abzug einer Glock echt anpassen kann. Und hier spreche ich jetzt nicht davon, irgendwelche Timney Abzüge einzubauen, irgendwelche was auch immer für Abzüge. Ich spreche jetzt tatsächlich davon, die Originalteile zu verwenden, um das Beste aus diesem Ding rauszuholen. In dieser Konstellation, wie ich die Glock jetzt habe, würde ich sie aber nicht als Verteidigungswaffe mehr einsetzen wollen, wenn ich das dürfte, weil mir dazu der Abzug dann doch ein bisschen zu ja, knapp an der Wand dran ist. Da fehlt mir dann doch ein bisschen die Sicherheit. Aber für den Wettkampf, solange die Sicherungen erhalten bleiben, kann ich hier ohne Probleme an diesem Ding tatsächlich einiges machen für wenig Geld, aber mit relativ viel, Ergebnis.